Ich habe übrigens noch eine geile Location für unsere Tintenfischfarm eben gefunden, als du weg warst. Und die ist so nah, dass sie geladen ist, wenn du in der Base stehst sogar. Nee, laber nicht. Das ist doch hier ein Doch. Riverbiom. Die ist ja hier direkt vor uns. Richtig, und ich stehe da gerade. Oh mein Gott, ja, lass da. Oh mein Gott, wie lucky. Ich dachte, das wäre das Meer, aber das ist kein Meer. Das ist ein Habe ich kleines auch Stück gedacht. River. Dann machen wir das. Dann müssen wir aus tiefen Höhlen Axolotls besorgen. Dann einen Fluss trockenlegen. Hatte nicht jemand Axolotl gehabt und Sebo, wollte dir keine abgeben? Ja, aber wir finden das selber, Spot. Das ist unser Duo-Abenteuer. Können wir machen. Spürst du nicht, dass hier ein Duo-Abenteuer in der Luft liegt? Ja, also wir können das machen. Ich wüsste halt auch schon, wo wir hin müssen dann sogar, ne? Guck mal, ist doch noch geiler. Dann Genau, nehme ich ich. einmal mit und dann fangen wir die Dinger. Da, Dann pass auf, pass auf, jetzt kommt bestelle ich das. Sand. Genau, aber jetzt kommt das Geile. Ich glaube, die sind nämlich in meinem Nuttenkeller. Nein. Doch. Das ist ein Insider übrigens, weil Chef Strubbel hat meine Base neulich beleidigt. So. Ey, die würden das auch für 5 Subs machen, ne? Das ist gut bezahlt, das ist sehr gut Ja, bezahlt. das ist aber auch schön. Das ist auch schön, so ein bisschen das Projekt zu subventionieren. Ja, das dauert, ich schätze, wenn die schnell sind, dauert zwei Aber ohne Dockkisten. Schalkerboxen ist eklig. Sobald Schalkerboxen da sind, werde ich den Preis halbieren. Oder dann ist es einfacher. Ja, wie gesagt, also ich schätze, Sand zu farmen, eine Kiste, eine Schalkerbox, so 5 Minuten gedauert. Also so 20 Minuten sind das für 10 Subs dann. Ah, darf ich ein bisschen sehen? Sparkas, dieses Ja, Jahr ein ja. richtig geiles Projekt vor, Leute. Er will, guck dir das mal genau an. Zum Beispiel, wenn man hier ein Holzstück sieht. Das ist ja hier ein normales Holzplanks oder auch so Erde hier. Dann Genau. besteht der Block ja aus ganz vielen kleinen Blöcken, wie ihr seht, ne? Und die könnte man ja theoretisch nachbauen. Ja, und das macht Spark in der Praxis. Du Hier sieht siehst man zum eventuell schon in Beispiel. der. Ich weiß nicht, hast du die Renaissance hoch, dass du eine komplette Umrandung schon Ich siehst? sehe alles, ich sehe die ganze Umrandung. Okay, ja, Das sieht also. krass aus. Das wird das Fundament und es geht bis zum maximalen Bauhöhe hoch. 224 Blöcke. Wird das ein Haus oder was? Genau, es wird das größte Haus, was jemals in Craft Attack gebaut wurde. Und das ist ein. Das ist cool. Aus wie vielen Blöcken besteht ein Block jetzt bei dir? 16. Quatsch, aber also wie viele Blöcken? Also ne, 16 mal 16 sind halt die Pixel. Das heißt, warte mal, 16 mal 16, muss man ausrechnen. 256, ne? Ein Block besteht aus 256 Blöcken bei dir. Das sieht cool Genau. aus. Das wird richtig, richtig. Das ist schon richtig viel. Das wird voll cool, Spark. Ja. Und dann wird man sich wie bei Grounded oder Smallland wie geschrumpft vorkommen. Dann fliegt man durch Das so ein ist geil. Fenster rein mit Elytra und so. Das ist geil. Wir können auch mal Das hier ist ein oben richtig cooles langlaufen. Projekt. Das ist ein Weil richtig cooles Projekt. wir müssen nämlich dahinter. Ja, so Okay. ein bisschen künstlerisch wieder mit den Pixel Arts und Stuff und so. Und der Lush Cave Eingang ist das, was Strobel so wegbeleidigt hat, ja? Ich weiß nicht, ob er genau hier war, aber da wollte er wahrscheinlich hin, ja. Hier ist ein Höhleneingang. Das muss er sein, oder? Siehst du da Clay? Ja, Ja, das ist er das ist richtig. es. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Wie kommt man hier rein ohne Dote? Hier sind auch Blöcke. Wahrscheinlich, ja, hier war schon jemand drin, hat sich Zeug geholt. Oh, ich sehe direkt Axolotl, ich spring rein, okay? Ja. Er ist weiß, der Axolotl ist nicht selten, den blau ist, ne? Was Blau ist ist sehr das? selten, ja, aber den kannst du nur züchten, den gibt's gar nicht in der freien Wildbahn. Hab einen gelben. Hey, hier waren direkt zwei Axolotls. Wie krass spawnen die hier einfach? Ja, also wenn du zwei hast, ja, genau, die kommen in Large Case vor, aber wenn du schon zwei hast, dann war's das Ich schon. hab zwei, ich hab zwei. Wir sind fertig, das war schon vom Abenteuer. Also, Matra, ich hab uns noch was eingefallen. Ich weiß nicht, war das mit dir oder war das nochmal wann anders? Was noch gut wäre, zwecks nächsten Craft Attack, dass wir den Server nur 4 Stunden auflassen am ersten Tag. Zack. Damit wirklich nur für die Oh. Folge drin ist und dann einfach zumachen wieder. Dann hat halt keine Möglichkeit, komplett Netherrealm und sonst Stuff. Fände ich eigentlich geil, muss ich sagen. Also ich finde das Ja, cool, wenn ich alle auch. zusammen anfangen. Also ich finde auch, dass die Leute, die. Also ich finde es gut, dass wir eine Folge parat haben. Aber ich finde es auch gut, wenn die Leute nicht zu viel machen. Man muss ja nicht, ich habe jetzt noch kein Netherite beispielsweise. Aber braucht man auch nicht unbedingt. So dieses ganz harte Reinhasseln, so kompetitiv, das muss halt nicht sein. Aber ein Video ist trotzdem schön. Das stimmt. Dann würde ich sagen, einfach 4 Stunden. Von 20 Uhr bis Mitternacht, bis 0, dann geht das Oh Level mein Gott, aus. wie ich die Fische auseinandernehme. Ich hab genug. Alter, was ist das denn? Ich bin vergiftet. Hier sind nur Pufferfische, voll gefährlich hier. Wie Ja. viel Axolotl glaubst du, brauchen wir? Reichen 20? Locker. Basti Bastis hallo. hier. Moin. Eine Frage. Ich habe mir sagen Moin. lassen, ihr habt grüne Farbe im Überschuss, oder? Korrekt, kann ich herstellen, ja? Kann ich mir ein bisschen grüne Farbe nehmen? Ich glaube, das läuft gerade alles in den Mülleimer. Oder wird das gespeichert, Spark? Wir haben, glaube ich, irgendwo ein paar Doppelkisten Kaktus, aber aktuell wird es verbrannt, also weggeworfen, ja. Ich Da kann dir sind das im brennen Dispenser lassen. sind 7 Stacks drinne, grüne Farbe. Oh, Reicht das das? da.
Also ich würde mir sogar noch ein bisschen mehr nehmen. Wenn es für euch eh nur Müll ist, dann... Also ich weiß, dann ich wollte das Park, dass er Lava baut, dass er das einfach, dass es gelöscht wird. Aber wir können da was in eine Kiste oder einen Hopper dran bauen. Ja, ja, ich hab's einfach gedroppt, weil also so viele Items sind das, ne? Die spawnen dann wieder. Und dann einfach einen Hopper drunter und Kiste, Max, das kannst du ja. Das mache ich. Das wäre super lieb. Ich komme gerade schon mal rüber. Ich war bei euch sowieso noch gar nicht. Noch gar nicht, seid gar nicht. Auf der ganz anderen Seite, ihr seid Südosten, glaube ich, ne? Weißt du, da kannst du gleich die Schalker, die Ender-Chest mitnehmen, weil ich habe ja keine Sick-Dash-Picke. Ja, mach ich. Der Chat hat übrigens einen guten Ansatz. Port. Weil er sagte, Basti hat Tintenfische. Oh, ja. Also Max tauscht Farbe 1:1. Oh, grüne Farbe gegen Tintensäcke. So. Ja, so viele habe ich auch nicht, weil ich die leider auch brauche. Aber ich kann euch ein paar, kann ich euch geben. Wir machen uns eine hübsche Farm hier, das macht ja gerade Bock. Wir bauen auch eine, weil wir brauchen 3000 Tintensäcke oder so. Ja, okay. Das ist nicht so viel. Wir sind ungefähr so weit weg wie letztes Mal, vielleicht noch ein paar hundert Meter weiter. Aber eine Leitra reicht vom Spawners. Okay, Spark, ja, dann legen wir jetzt den Fluss trocken, ne? Können wir. Müssen wir wieder in Schichten unterteilen, ne? Mit Erde und so, da hast du ja ganz viel. Warum mit Erde? Warum nicht Sand? Kannst auch Sand nehmen, so. Muss das denn der ganze River sein? Müssen die ganzen River trocken legen für 3500 Farbe? Ach so, du hast auch die Sand hier runter bestellt dafür. Ah, okay. Ja. Okay, okay, ja. Ich nehme jetzt den Sand und bis wohin müssen wir das machen? Naja, idealerweise natürlich die nächsten 100 Meter bis zum Sniffer. Aber ihr habt doch Schwämme, oder nicht? Digga, hier ist so eine Tiefenhöhle, Spark. Ja, das ist die andere Sache. War da noch eine Cave? Ja, oder drin? Wir nehmen doch. Ja, hier ist eine Cave drunter. Oder wir nehmen doch die andere Seite. Können wir immer das noch. Das kriege ich nicht ausgelegt, das ist zu groß. Oh mein, wie tief ist das auch? Ist jeder River so hässlich? Spawn Tintenfische? Ne, die Tintenfische spawnen noch. Spawnen die in den Caves überhaupt drin? Weil müssen die nicht Licht drüber haben? Warte mal, ich muss mal nachgucken. Ich glaube, irgendwann nur noch Glowsquids, oder? Ja, oder ab einer bestimmten Höhe, oder? Glowsquids dann? Nee, scheren sich Glowsquids und Tintenfische die Mobcap? Boah, gute Frage. Das sind geile Fragen, Alter. Ich liebe das, wenn Spark eine richtig komplizierte Frage an Basti haut. Das ist ja das Geilste, Alter. Und beide sind sich nicht sicher. Das ist ja einfach nur ein richtig geiler Moment. Warte mal, ich bin jetzt unter der Kaktusfarm. Ja, da ist eine. Und die 3 Doppelkisten hast du hier gemacht, ne? Wow. Ja, ja, aber die produzieren jetzt erst. Aber da kannst du ja mal rausnehmen. Ja. Sehr Squid gut. Share perfekt. The Water Creature Mobcap with Dolphins, mit Delfinen. Aber ich glaube dann nicht mit Glow Squid, oder? Die können nicht in Höhlen spawnen. Also, es muss ein Ozeanbiom sein oder eine Ozean oder eine Ocean. Quatsch, ein River oder Ocean, aber warte mal ganz kurz. Und da steht, Block drüber muss Wasser sein, Block drunter muss Wasser oder gebohrter Locked sein. So, und wenn wir jetzt in die Cave reingehen, dann ist ein Forest-Biom. Die Caves sind kein River-Biom mehr, so rum. Das heißt, die können nicht in den Caves spawnen. Wir könnten es immer noch machen und könnten die Caves ignorieren. Sicher? Ich schwimme gerade durch, es ist Forest-Biom. Im Forest-Biom können die nicht spawnen. Ja, die andere Schlucht ist genauso scheiße. Ist River-Biom immer so mit Milliarden Höhlen durchsät oder ist das Doppelpech hier einfach? Nö, war Zufall, ist Pech. Ey Jungs, vielen lieben Dank für die grüne Farbe. Wenn ich dann ab und zu mal hier vorbeikomme und mir immer wieder was nehme, nicht wundern, ne? Also, gerne. Ey, ist super lieb von euch. Okay, Spark, dann müssen wir jetzt, das ist aber auch tief, Alter. Das sind ja locker 1 Stack Sand oder so schon. Ja. Also, wir könnten natürlich auch versuchen. Ja. Wir haben ja die Spawnbedingungen für Tintenfische gesehen, dass. Also die spawnen in einem Wasserblock, drüber muss ein Wasserblock sein und drunter kann ein Gewaterdoktorblock sein. Wenn wir jetzt hingehen. Warte mal, das ist hier echt ein Riesen-River-Biom, ne? Ja, ja, aber pass auf, wenn wir jetzt natürlich hingehen und scheibchenweise einfach so Erdebenen reinziehen, wo nur 2 Blöcke Wasser dazwischen sind, dann sollten da auch keine Tintenfische drin spawnen können. Wir müssen ja gar nicht mal unbedingt trocken legen, wir könnten auch einfach alle 2 Blöcke eine Erdschicht, so eine Erdfläche einfach drüber ziehen. Was ist, wenn wir nur den halben River nehmen? Geht das dann auch oder geht das nicht, weil dann irgendwann die... Nochmal. Je mehr wir hier spawn proofen, umso mehr spawnen unserer Farm und nicht außerhalb. Kann man Schwämme in einem Blast Furnace antreiben? Nee. Kannst Schwämme aber einfach in den Nether stellen. Richtig, wir können Portale packen und dann gehst du kurz in den Nether oder einfach hoch in den... Oder gehst in ein normales Portal rein, baust die wieder ab und gehst wieder zurück. Fühle ich nicht so. Die zischen und werden instant trocken. Weiß ich, fühle ich aber nicht so. Im großen Stil, weil wir die so oft trocken müssen. Wir müssen immer wieder reisen. Ja, aber wir können es auch hier unten Portal hinstellen. Dann kannst du einfach rein, wieder raus. Ja, dann fange ich schon mal an, ne? Hier so.
Gerne, mach das immer Muster. Wie groß muss man so diese Linien ziehen mit dem Sand? Boah, schwierig. Also ein Sandblock kann, ein Schwamm kann ja wie viel? 4 Blöcke in jede Richtung? Also theoretisch 9 Blöcke im Durchmesser, aber du kriegst sie ja nie so perfekt in die Mitte gesetzt, ne? Also ich würde sagen so 5 Blöcke maybe. Dann, weil der... Oh, warte mal, der Schrubbel geht gerade. Ich sag hier kurz Tschüss. Jo. Aber du hast recht. Let's go. Ey, das ist so Minecraft hier. Das ist so geil, Alter. So place Romatra einmal Sand. Soll ich einmal zeigen? Und dann fällt er mal so ins Wasser, weil er auf den Sand stellt, wo er drauf macht. Ja, da ist schon. Das ist mein Signature-Move tatsächlich. Sand in Minecraft zu blazen, um mich dann drauf zu stellen. Ins Wasser abrutschen. Genau, das ist mein Signature-Move. Das haben wir das zu 100% recht. Was macht Sebo? Alles in Ordnung wieder mit deinem Trakt? Nee. Okay, alles klar. Aber gute Besserung. Sebo hat ein bisschen Schwierigkeiten mit seinem Trakt. Was ist mit, mit seinem Darmtrakt? Er hat so Darmprobleme, dass seine Beine wehtun. Aber wir haben ja auch echt gnadenlos beschissen gegessen. Außer halt zweimal von G-Time, super krass. Aber der Rest war schon. Also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so mich so schlecht ernährt habe. Jeden Tag McDonalds? Der gefühlt schlimmer. Hugo war der Wirt. Also, der Döner und das Ding, was du gestern vorgeschlagen hast, das ging aber. Die beiden Sachen von Hugo waren katastrophal. Ja, stimmt. Also, der hat ja echt ein Händchen dafür, sich Läden rauszusuchen, wo du wirklich echt das Gefühl hast, du isst einfach eine Lebensmittelvergiftung. Hugo wusste nicht, dass es so Fake-Bewertungen gibt. Und er hat ganz frisch eine Mensa aufgemacht in einer Bibliothek und jetzt einfach auf Lieferando angeboten. Und dann haben wir da bestellt. Das ist crazy. Jetzt hat er irgendwie nach einer Woche auf dem Dorf 4000 Bewertungen. 5 von 5 glatte Sterne. Das hatte 4000 5-Sterne-Bewertungen. Und die haben eine Reispfanne verkauft, Döner und eine Currywurst. Für 4 Euro. Würde sagen, Döner, ja, würde sagen, Döner ist gesund. Nein, auf keinen Fall. Der Döner und die Pizza waren lecker, aber die waren ja beide, also, zornig fettig. Vom okay. Fastfood ist aber der Döner das gesündeste. Ich finde Döner auch kein ungesundes Gericht, muss ich sagen jetzt. Also Brot, Fleisch, ne, gut, ein bisschen, also Brot, Gemüse, ein bisschen Fleisch drin. Gut, die Soße ist wahrscheinlich das, was die meisten Kalorien hat, ne? So, also neben Fleisch. Das Fleisch ist halt fettig, das ist aber das einzige Problem. Dass das Fleisch halt super fettig ist, aber sonst gibt es auch beim Döner kein Problem. Außer du hast jetzt ein Problem mit Brot zu essen, aber dann... Ja, Brot, Soße, ja, stimmt. Mein Lieblingsfastfood ist, wo ich am wenigsten schlechtes Gewissen habe, wenn ich gnadenlos heftig zweimal beim Sport war, also wirklich der Muskelkater von allen Richtungen pfeift und du brauchst einfach Eiweiß und du ziehst ja einfach so richtig dirty 2 Kilo frittiertes Hähnchen rein, dann finde ich das in Ordnung, wenn das dann irgendwie so 90 Gramm Eiweiß oder sowas hat. Auch wenn es natürlich wahrscheinlich von den Salzen und den ganzen Fetten nicht gut ist. Ich glaube, nur frittiertes Hähnchen ist halt dann, also so ein frittiertes Hähnchen besteht halt zu, keine Ahnung, zu 50% aus Fett. Ist das so viel? Ich glaube, das ist richtig viel, ja. Aber in dem Döner ist ja nur das Fleisch und das nur zu 50%. Und das Eigenfett dann halt, ne? Weil frittiert ist, kriegst du ja immer ihr Karzinogene und sowas mit rein. Ja, das ist natürlich richtig. Also die Art der Herstellung macht's halt. Die erste Row schon mal weggemacht. Der Sand ist schon alle. Ja. Was? Nein. Aber doch. Guck mal, wenn wir hier was trockenlegen, können wir ja wieder den Sand wieder abbauen. Ja, also Kissen sind leer und ich habe auch keinen mehr Metall. Jetzt bin ich fertig. Okay, kann dann einer losgehen? Wie viele haben wir denn insgesamt? Oh, viele. Ich glaube fast über 2 Stacks. Okay, kann dann einer Sand besorgen? Ja, hol du mal Sand einfach schön. Kannst du mal kurz herkommen? Wie setzt man am besten die Schwämme? Ja gut, an der Wand halt, ne? Ja, aber gibt's halt eine Technik, du bist Experte, weißt du? Ich glaube, ja, von vier vorne Blöcke nach Abstand. Hinten, damit keine unendlichen Wasserquellen wieder entstehen, ne? Bisschen dichter. Ich ja, genau, wie die hier. Ich als Trockenleger gemacht. Ich fühle mich immer so wohl, wenn Spark in meiner Nähe ist. Weil er einfach diese Übersicht. Ja, der hat diese Ruhe, diese Übersicht. Ich schwöre, ne? Diese Ruhe, egal was. Bei Spark ist nichts schwer. Man kann alle. Ja, das dauert zwar ein bisschen länger, aber schwer ist Lager, das nicht. Dein ganzes Lager kann in die Luft fliegen, er würde sagen, ja, okay. Wie machen wir? Stimmt. Gehen wir es an. Wir packen das, Leute. Und dann so, ja, ich brauche 33. Ich brauche 2,7 Millionen Gold-Ingots. Das ist doch viel zu viel. Und dann sagt er, ja klar, das dauert seine 3 Wochen, aber wir haben noch Zeit. Ich hab Nether Peak ein ganzer Landing gebaut. 6 Wochen AFK stehen. Das ist aber no joke, mit der jetzigen Farm würden wir das in einem Monat hinkriegen, also. Guck, der sagt so, als wäre das, weißt du, ich will gefühlt morgen anfangen, den Sniffer zu bauen. Er sagt, ja, kein Problem, wir haben das in einem Monat. Ja. Einfach mal so eine Deadline, einfach mal so 8 Wochen nach hinten verschieben. Er ist der perfekte Bauherr. Ja, ne, stimmt, du könntest echt Bauherr werden. Oh ja, nee, klappt auch nicht.
Wir bauen das alles halt bedenken, fertig. Wenn man so langsam alt wird, dann, weißt du, die Zeit so, dann macht man sich nichts draus. Dann ist man nicht mehr so ungeduldig. Dann hat man einfach Zeit und chillt so. Okay, dann haben wir das jetzt auch. Ich komme wieder zu dir zurück. Ich will möglichst schnell die Axolotls fortpflanzen, damit wir die schon mal haben. Wie machen wir das, also, dass die Axolotls dann nicht rauskommen? Ich glaube, die Farm, die würde so eigentlich, müsste eigentlich so schon laufen auch, ne? So läuft die schon, echt? Kann ich sie also reinpacken? Ja, hau rein. Also großes Wasserbecken. Okay, ich lasse sie frei, ja? Ich lasse sie frei und pflanze sie direkt fort. Ja. Also Chat sagt noch Glasdeckel, ja. Aber ist Glasdeckel okay für Tintenfische? Also die können nicht raus, wenn das hier hoch genug ist. Ich glaube, es ist noch kein Tintenfisch gespawnt, aber wie gesagt, ein Fisch habe ich gesehen, der gespawnt ist. Das müsste vor einem Hopper liegen. Wir müssen da noch zwei Hopper dran und Kisten dann machen. Und wenn du eine weitere Farm bauen willst, kannst du ja daneben bauen und kannst in dieselben Kisten dann reinführen. Brauche ich gar nicht, wenn dann spawnen ja hier mehr. Ich gebe dir mal hier vier Kisten. Kisten liegen. Oh, ich brauche ja nur, eigentlich brauche ich nur eine Doppelkiste voll. Ja. 3500 circa, ne? Ja. Wir brauchen 3000. Oh, die Tintenfische sind drin. Oh, sind hier viele Tintenfische drin. Es klappt, ja. Die Axolotls fressen sie. Ja, ja. Alter. Als ich vorhin drin war und repariert, da waren auch zwei, drei drin. Also die kommen gut. Hier sind fünf Tintenfische gewesen. Die werden, und er ist tot und der Tintensack geht hoch. Ja. Und die Axolotls freuen sich auch, wie das funktioniert. Und er wird reingespült. Ja, okay, wieder runter. Egal, früher oder später wird er reingespült. Die haben Cooldown halt. Wenn du da 10 oder 15 Viecher drin hast, dann sollten die schon recht schnell weghäckseln. Ich brauche mehr Axolotl. Die haben die Tintenfische zu langsam gefressen. Ja, geht schon. Ey, du kannst auch eigentlich oben offen lassen. Also das muss nicht unbedingt zu sein. Die werden da nicht raushüpfen. Oh, jetzt fressen die alle zusammen den nächsten. Oh, zu viert wird der zerfleischt. Ist das der Tintensack legt hoch. Ich sehe ihn gerade. Und wird eingesammelt. Er.